Hallo, da bin ich wieder mit einer neuen Bastelidee oder Vorschlag, wie auch immer. Ihr braucht ein Gefäß wieder nach eurer Wahl. Es muss keine Glasvase sein. Es kann auch ein anderes Gefäß sein. Muss auch nicht durchsichtig sein, was ihr wollt. Dann brauchen wir verschiedene lange so Stecken, Zweige. Die habe ich auch aus dem Garten. Und wieder unser berühmtes Moos und ein bisschen was zum Dekorieren, genauso wie eine Lichterkette. Ich fange jetzt mal an hier mit dem Moos und gebe in meiner Glasvase da ein bisschen was von dem Moos hinein. Dass man ganz einfach dann unten die Stecken ein bisschen versteckt hat. So. Das schiebe ich jetzt einfach so hinein. Dann ist ringsrum das Moos zu sehen und man sieht dann die Stecken nicht so. Jetzt schaue ich, dass ich die da hinein gebe. Hopsa. Da habe ich welche aus dem Wald geholt. Die sind ein bisschen mit Moos ummantelt. Die fand ich auch sehr schön. Kann man da auch mit reingeben. Es ist eigentlich wieder was ganz was Schnelles. Das mache ich ja am allerliebsten, was Schnelles. So ist vielleicht besser. Noch einen kurzen. Ich habe auch wieder meine Klebepistole angeschalten. Da kann man am besten unsere Dekosachen mit befestigen. Jetzt schaue ich mal, ob ich den auch noch wo unterbringe. Ja, das muss man einfach ein wenig ausprobieren. So. Genau. So ist es jetzt. Wenn ich denn die Kamera darüber gebe, ob das dann besser ist. Ich glaube, so seht ihr das besser. So, und da habe ich da die schönen Mützen. Da kostet eine 50 Cent. Die habe ich gedacht, die stecke ich jetzt so oben drauf. Die brauche ich nicht ankleben, die halten so schön. Und dann geben wir da unten noch eine drauf. Dann habe ich hier künstliche Zweige, die stecke ich auch dann noch mit rein, so wie mein Eukalyptus. Der trocknet schön ein, den brauchen wir jetzt Kawasser geben. Wenn man dann möchte, kann man auch noch was von den Zweigen dazu tun. Holt man sich ein bisschen den Wald und den Garten ins Haus. Und es ist ganz schnell zusammengesteckt. Also ihr seht, man braucht da nicht viel dazu. Auch diese Kugel gebe ich dann noch mittig dazu.
Stern, den werde ich kleben. Dafür halten wir das ein bisschen fest, bis das angetrocknet ist. Und stecken unsere weißen Glitzerkügelchen dann noch mit rein. Immer vorher den hinhalten, dann sieht man, ob eines genau so entspricht, ob man das so haben möchte und dann erst fixieren. Aber das brauche ich ja eigentlich nicht erwähnen, das macht man ja eigentlich aus dem Gefühl raus. Ein bisschen festhalten, bis der Kleber dann hart ist und dann sieht man, was man noch braucht. Kann ich jetzt da noch Äpfelchen fixieren. Dazu mache ich aber den Steckstiel weg. Und klebe das Äpfelchen da drauf. Einfach gucken, was man so in seinem Vorrat zu Hause noch hat. Müsli haben wir jetzt übrig und jetzt zaubern wir da unsere Lichterkette wieder zu hinein. Wir schalten es dafür ein. Das sind jetzt kleine Sternle und die Lichterkette, die hat einen Timer. Wenn man die dann anmacht, brennt die 6 Stunden. Schaue ich jetzt, dass ich das hin das Glas gebe und dann sehe ich, wie ich die dann am besten hier anbringe. Entweder kleben oder nur schlingen. Aber ich finde, Licht soll schon immer sein. Lichter machen sich immer gut. Die hat jetzt 20 Leuchtdioden.
So. So. Das ist jetzt mein Bastelvorschlag für euch. Ich hoffe, ich habe fangs Katzen an. Ich hoffe, ich habe euch einen Anreiz gegeben, um das nachzubasteln. Geht ganz flott, wieder kostengünstig und schnell. Bedanke mich bei euch fürs Einschalten. Eure Mimi. Tschüss, bis bald.